Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plans. Mein Name ist Patricia und wir befassen uns heute mal ein bisschen mit den besonders zickigen, schwierigen Pflanzen und wie man sie eigentlich in den Griff bekommt, aber auch damit, ob es überhaupt schwierige Pflanzen in dem Sinne gibt. Wir haben sicherlich alle schon mal den Satz, die Pflanze ist total zickig gehört und grundsätzlich kann ich den auch ziemlich gut nachvollziehen, denn ich habe hier so ziemlich, vor allem was diese Pflanzen angeht, ne, diese korrugierten, das ist eine Anthurium splendidum, eine der schwierigsten Anthurien, laut den meisten Leuten. Das hier ist einer der schwierigsten Phyllos, nämlich der Linanonei. Und ja, natürlich dürfen auch die Kalathen nicht fehlen, ja, ist ganz klar. Kalathen, Kormoranten allgemein, ja. Ich habe jetzt nicht nur Kalathen stehen hier vorne, zum Beispiel, das ist keine. Das hier ist auch, glaube ich, keine. Ich bin nicht ganz sicher, aber es sind alles Kormoranten. Aber alle diese Pflanzen gelten als schwierig, als zickig. Und wir gehen jetzt mal der Sache auf den Grund, ob es überhaupt zickige Pflanzen gibt. Es ist so, eine Calathea zum Beispiel bekommt bei den meisten Leuten zu Hause, und Glückwunsch, wenn ihr nicht dazu zählt, also wirklich, bei mir ist das immer so gewesen, von Anfang an, ich und Calatheen, keine Freunde, null, nada, ist nichts mit Freundschaft. Denn sie kriegen immer mal wieder braune Ränder, kleine Ecken, die braun sind und mich im Gesamtbild einfach extrem stören. Jetzt ist allerdings die Sache die, nicht die Pflanze ist daran schuld, sondern ich. Denn es gibt keine zickigen und schwierigen Pflanzen per se. Es gibt nur falsche Bedingungen, also wie zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit ist, wie feucht das Substrat ist, welches Substrat man benutzt. All diese Sachen, Wärme und so weiter, also wirklich alles, was ins Thema Bedingungen bis hin zu Dünger und mit welchem Wasser ihr gießt, reinzählt, ja. Und dementsprechend werden wir uns jetzt hier mal direkt davon wegbewegen, diese Pflanzen zickig oder schwierig zu nennen, denn das sind sie nicht. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie genau ihr diese Pflanzen in den Griff bekommen könnt. Im Grunde würde man wahrscheinlich jede Pflanze erstmal in den Griff bekommen, wenn man sich ganz, ganz, ganz genau im Netz informieren würde, was so eine Pflanze denn jeweils braucht. Das ist allerdings nicht immer so einfach, da man da jetzt nicht einfach ein Pflanzen-Wikipedia hätte, in dem nur Wahrheiten drinstehen und Fakten, so wie es im normalen Wikipedia nun mal auch schon nicht ist, sondern jeder schreibt natürlich seine Meinung, seine Gedanken dazu und seine Erfahrungen ins Netz und da kann man schon mal ziemlich durcheinander kommen. Deswegen möchte ich euch heute mal erzählen, wie man zumindest die hier stehenden, schwierigeren Pflanzen in den Griff bekommt und wie ihr vielleicht auch ganz gut rausfinden könnt, wie das mit anderen vereinzelten Pflanzen ist, die ihr jetzt gerade für etwas schwieriger haltet, weil sie bei euch zu Hause nicht so wachsen, wie sie eigentlich sollen. Und wenn wir dann mal mit der Calathea im Großen und Ganzen anfangen, dann muss man sagen, so Kormoranten mögen eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Aber manche würden jetzt sagen, also meine steht in erhöhter Luftfeuchtigkeit und die sieht trotzdem nicht gut aus. Das wiederum liegt dann daran, dass die Blätter nicht schnell genug abtrocknen und so vielleicht einen Pilz entwickeln, sich Bakterien sammeln. Ja, oder die Ecken, also ich meine, wenn das jetzt hier eingetrocknet wäre, ich stelle es in hohe Luftfeuchtigkeit, dann kann man sich natürlich, dann kann man sich natürlich schon denken, dass das hier anfangen würde zu gammeln, wenn es keinen Ventilator gibt oder einen guten Luftaustausch durch offene Fenster, offene Tür, was auch immer. Ja, also es gilt nicht einen Punkt zu erfüllen, es müssen alle abgedeckt werden, damit sie wirklich, wirklich gut wachsen. Ja, also ihr könnt euch das genauso vorstellen wie bei einem Menschen auch. Wir brauchen bestimmte Nährstoffe, um zu wachsen. Wir wollen nicht bei 50 Grad in der prallen Sonne stehen. Wir wollen aber auch nicht bei minus 10 Grad irgendwo stehen. Bei nur 20% Luftfeuchtigkeit, ja, ist es auch für uns nicht so cool. Und so ist es bei den Pflanzen auch. Um es ihnen optimal zu machen, brauchen wir einfach ein komplettes Umfeld. Und wie gesagt, bei so einer Calathea ist das vor allem Luftfeuchtigkeit, kein kalter Windzug, sondern wirklich einfach nur ein bisschen Luftaustausch, ja. Also wenn die nämlich einen Zug bekommt, dann wird es schwierig. Außerdem sollte man Calathen immer nur mit vernünftigem Wasser gießen. Was ist denn jetzt vernünftiges Wasser? Also, ja,
Ne? Ich meine, ich trinke ja auch das Wasser aus dem Hahn. Was ist denn damit jetzt nicht in Ordnung? Im Grunde alles damit okay. Kalateen stehen aber gar nicht auf Kalkwasser. Und da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr härteres Wasser habt, und das ist hier in Köln der Fall, dann ist es nicht so klug, sie damit zu gießen. Denn, wie man sieht, gibt auch das ganz beschissene Ränder. Bei mir ist es nicht die Luftfeuchtigkeit oder ähnliches, sondern dass ich sie immer mal wieder aus Faulheit mit dem Kalkwasser in der Küche gieße, denn die stehen halt in der Küche. Wirklich mega faul. Nee. Was auch noch sehr wichtig bei Kalateen ist, ist tatsächlich, dass das Substrat auf der einen Seite schön luftdurchlässig ist, auf der anderen Seite die Feuchtigkeit gut hält. Das kann man sehr, sehr gut erreichen, indem man zum Beispiel für die Luftigkeit viel Perlit beimischt. Da könnt ihr gerne das Video zu meinem Arrowhead Mix einmal angucken. Und für Kalateen würde ich da empfehlen, zu dem eigentlichen Arrowhead Mix noch mal ein bisschen Kokohusk zuzumischen. Denn das hält die Feuchtigkeit wirklich sehr, sehr lange und lockert gleichzeitig trotzdem noch mal auf. Also da wären eure Kalateen sehr, sehr gut dran. Dann ist aber der nächste Punkt, nur das Substrat alleine reicht halt auch nicht. Wäre ja auch ein bisschen einfach gewesen. Schade, Schokolade. Es ist auch wichtig, dass das Gießverhalten passt. Und Kalateen stehen gerne etwas feuchter. Das heißt aber nicht, dass sie nass stehen wollen. Das könnt ihr also vermeiden. Ja? Also, dass sie nass stehen, nasse Füße bekommen, die Wurzelspitzen nicht schnell genug abtrocknen, weil das Substrat einfach zu nass ist oder sich unten sogar Wasser gesammelt hat. Das vermeidet ihr am besten, indem ihr einfach eine Blähtondrainage unten in die Töpfe legt. Ich weiß, da gibt es auch immer mal andere Meinungen zum Thema Drainage. Meine ist, sie ist gut. Da müsst ihr vielleicht nach eurer eigenen Erfahrung mal gehen. Ich weiß, dass eine Kalatea ohne Drainage auf jeden Fall sehr, sehr schnell Wurzelfäule bekommen kann, wenn man nicht so das perfekte Gießhändchen hat, wie ich zum Beispiel. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich, sobald die ersten 3 Zentimeter abgetrocknet sind, dass ihr wieder gießt. Und zwar durchdringend. Einmal durch, ja, bis es unten wieder rausläuft. Wir haben ja jetzt eine Drainage drin. Falls ihr keine habt, dann sorgt dafür, dass das Wasser, das ihr unten in dem Untersetzer habt, einfach wegkippt nach ungefähr einer Viertelstunde. Dann läuft das, ja. Also plötzlich ist eine Kalatea, wenn man diese Punkte beachtet, dann ist eine Kalatea plötzlich eine ganz normale Pflanze. Die ist dann nicht mehr zickig oder schwierig oder sonst was. Es ist einfach nur eine Pflanze, die kriegt, was sie braucht. Noch interessanter wird es dann aber bei Pflanzen wie der Anthurium splendidum oder dem Philodendron linnanonae. Denn korrugierte Pflanzen brauchen eine extrem, extrem hohe Luftfeuchtigkeit, stehen nicht so mega dolle auf Luftzirkulation, ja, also da trocknen euch dann eher mal die Ränder weg, ja. Zum Beispiel hier war das der Fall, da gab es noch Luftzirkulation, außerdem noch keine 100% Luftfeuchtigkeit, denn genau das ist es, was die am liebsten wollen. 100% Luftfeuchtigkeit und wenn möglich gerne auch noch etwas kühler stehen. Und damit meine ich nicht, wie manche denken, bei einer linnanonae bräuchte man mindestens 18 Grad, am besten tiefer. Nee, das ist nicht so. Also, ich meine, ach, ernsthaft, Leute, ich muss sie euch einmal zeigen, ja. Wop. Schaut nur, wie unglaublich perfekt diese Blätter sind. Ja, das ist keine schwierige Pflanze, im Gegenteil. Also ich beachte die gar nicht, ja. Es gibt kaum eine Pflanze, um die ich mich so wenig kümmere, wie meine Linn oder meine Splendidum. Und das liegt einfach daran, dass sie, sobald sie 100% Luftfeuchtigkeit haben und schön feucht stehen, ja. Das sieht man auch hier, guck mal. Ich habe unten drunter sogar nasses Moos, da wurzeln die dann nochmal richtig schön rein. Also man sieht an diesem Topf, es ist wirklich sehr nass da drin. Ich halte das wirklich nicht feucht, sondern nass. So, hier kommt schon das nächste neue Blatt. Das hier ist echt perfekt. Das hier stand erst noch falsch, ist dann aber auch nicht weiter irgendwie braun geworden. Die Ecken sind nicht mehr angetrocknet, also es blieb dann perfekt. Und dass sich schon wieder ein neues Blatt schiebt, ist auch ein mega gutes Zeichen. Die beiden Pflanzen haben wirklich genau die gleichen Bedingungen. Das liegt daran, dass sie für gewöhnlich in nebligeren Gebieten stehen, in denen die Luftfeuchtigkeit aufgrund des Nebels eben unheimlich hoch ist. Ja? Also ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, die auch bei 80% Luftfeuchtigkeit zu halten, wenn zum Beispiel dafür nachts 100 sind und das Substrat schön feucht ist.
Ich persönlich halte diese Pflanzen am liebsten in Moos. Denn das kann man wirklich schön nass machen. Es ist trotzdem gleichzeitig noch luftig und die Wurzeln können richtig schön da durchgehen. Es ist einfacher, das feucht zu halten, als wenn ihr Erde nimmt, die sehr luftig ist zum Beispiel. Da wisst ihr immer nicht genau, ist nur außen trocken oder ist innen auch schon trocken. Und das ist bei denen eben sehr, sehr wichtig, dass das Substrat feucht ist. Ja, also ihr müsst wirklich darauf achten, bei allen möglichen korrugierten Pflanzen, bei allen Pflanzen, Aeroids vor allem, wo es heißt, die brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist kein wäre gut, wenn. Es ist ein, das muss so sein. Ja, also ihr könnt die nicht einfach in den Raum stellen und dann glauben, das ist aber eine zickige Pflanze. Die wächst ja gar nicht, wie sie soll. Ja, die steht ja auch nicht da, wo sie soll. Ja, ich musste es auch lernen. Ich habe mir kurz nachdem ich mit Pflanzen angefangen habe, meine erste Lin gegönnt. Das war dumm, denn ich hatte nicht mal ein Terrarium oder ein Gewächshaus oder eine Vitrine oder sonst was. Ich habe die einfach, auf Anweisung des Shops muss man hier leider auch sagen, war nicht so informiert, wie mir scheint, habe ich mir die da so in die Ecke gestellt. 3 Tage genau. Und dann habe ich gesehen, Scheiße, die stirbt. Und ich meine wirklich 3 verdammte Tage. Ne? Mehr war das nicht. Die stand halt einfach hier in meinem Raum und ich hatte hier so ungefähr 60% Luftfeuchtigkeit. Da war die ziemlich unbegeistert. Ja? Also ich will nicht sagen, dass man es nicht vielleicht schaffen kann, auch so eine Pflanze an die Raumluft zu gewöhnen. Aber ich denke, das ist mit einer ganzen Menge Verluste. Und wird wahrscheinlich extrem lange dauern. Die Pflanzen sind einfach nicht dafür gemacht. Ja? Und ich bin auch ziemlich sicher, dass man so eine Anthurium splendidum hier überhaupt nicht dazu kriegen würde. Also, sobald die unter 100% Luftfeuchtigkeit hat, und ich meine hier wirklich unter 100, auch schon 90, fängt die an, schlechter zu wachsen oder auch mal eben solche Pünktchen hier zu kriegen oder solche gelben Ränder. Ja? Also, da müsst ihr wirklich gucken. Und wenn es jetzt um andere Pflanzen geht, bei denen ihr jetzt sagt, gut, ne, die hat Patricia hier jetzt nicht besprochen, woher soll ich jetzt wissen, wie die und die zickige Pflanze bei mir zu Hause, ne, zickige Pflanze, wie die funktioniert? Ihr könnt ganz einfach mal schauen, dass ihr googelt ganz normal den Namen und schaut dann aber nicht nach Sätzen wie Pflege, Care oder whatever, ja, also weder auf Englisch noch auf Deutsch oder wie viel Wasser, wie viel Luftfeuchtigkeit. Ihr googelt einfach mal, wo diese Pflanze beheimatet ist und schaut dann, wie das Klima dort ist, wie die Bodenstruktur dort ist, wie oft es regnet, wie neblig es ist, wie warm es ist und wie kalt es ist. Denn das sind Informationen, die nicht verfälscht sind durch die Meinung oder Erfahrung anderer Leute. Ne? Das ist on point das, was ihr wissen müsst, damit es eurer Pflanze gut geht. Ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall mal das Aeroid Mix Video. Ich glaube, da können zumindest eure Kalateen auf jeden Fall von profitieren. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt und bis zum nächsten Mal.